Kleidungsstück. Ein Kleidungsstück ist ein einzelnes Stück, das zur Kleidung gehört. Kleidungsstücke können praktisch sein, Kleidungsstücke können sportlich sein, man spricht auch mal von einem ausgefallenen Kleidungsstück. Zu den Kleidungsstücken gehört zum Beispiel ein Mantel, eine Hose, ein Rock. Als Kleidungsstück bezeichnet man seltener die Unterhose und das Unterhemd, obgleich auch die zur Kleidung gehören. Meistens spricht man von Kleidungsstück, das was auf der Oberfläche auch sichtbar ist. Die Kleidung in unterschiedlichen Kulturen ist unterschiedlich. Was zum Beispiel heute im Westen üblich ist, ist etwas, was im Lauf der Jahrhunderte entstanden ist. Kleidungsstücke in Indien sind anders, Kleidungsstücke in China sind anders. Und auch wenn sich weltweit immer mehr Menschen an der westlichen Mode und den westlichen Gepflogenheiten orientieren, ist es auch immer wieder wichtig zu erkennen, dass T-Shirt und Hose und Hemd und bei Männern vielleicht noch Sakko nicht unbedingt die Kleidung ist, die in Europa immer üblich war und die woanders üblich sind. In Indien zum Beispiel sind traditionellerweise Kleidungsstücke einfach große Stoffstücke. Es wurden keine Hosen genäht, noch nicht mal Hemden genäht. Für einen Mann gab es eben ein Lungi bzw. ein Dhoti. Das ist ein langes Kleidung, ein großes oder kleineres Tuch, das kunstvoll um die Hüften gewickelt wird oder auch um die Beine. Man kann mit einem langen Stück Stoff auch eine Art Hose schaffen. Oder bei Frauen war das Kleidungsstück und ist es bis heute eben ein Sari. Sari ist normalerweise 4 bis 5 Meter lang, 1 Meter breit und das wird kunstvoll um den ganzen Körper gewickelt. Also andere Länder, andere Sitten. Kleidungsstücke in Indien waren früher einfacher als heute, im Sinne von einfacher zu nähen. Aber sie waren umso komplexer mit verschiedenen Farben, mit verschiedenen Färbungen und oft auch mit Perlen und Edelsteinen bestickt.